Ein Bittsteller aus Goldtal. Das darf ruhig mal näher mal machen. Hier haben wir einen Käferpanzer übersehen. So, dann versuchen wir den mal auf die Schnelle zu finden. Ich glaube kaum, dass er runter in den Gentempel ist. Aber hier drüben gibt es ja genug Gebiete. Ah, Bingo, da ist er auch schon. Todesfeuer-Shanty-Sänger. Und da ist Birnold, okay. Oh, das sieht bösartig aus. Roger. Ready, Watcher. Yes. Okay, Idee mal auf den heilen. Following your lead. Okay, der Durchstoßer, der hält doch was aus, ey, und macht doch gut Schaden, muss ich sagen. Schmeißen wir mal was Ordentliches auf ihn drauf. Er tut seinen Tod vortäuschen, das Schwein. Jetzt ist er aber tot. I'm here. Mann, Mann. Einzigartige Mordaxt. Ui. Und ein Beil. Certainly. Ein bedeutendes Abenteuer. Vier Runden, hm? Ob wir das in vier Runden schaffen? Also, ob wir die vier Runden noch irgendwie zusammenkriegen, ist die Frage. So, wir haben das, den Kopf. Dann reisen wir jetzt nach Ketnua.
rasten nochmal und reisen dann nach Crackhold. I must say, I'm impressed. So. So, wir hatten eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder durch die Höhle gehen oder da oben uns um den Typen kümmern. Seltener Berserker, seltener Veteran. Ja, und da ist Kommandant Bellorin. Hold, hold! She's got this far. I ought to have a look at her at least. Moment, Moment, sie hat es so weit geschafft. Ich sollte sie wenigstens ansehen. Der Mann, der vor dir steht, strahlt eine natürliche Autorität aus. Sein beiläufiger Befehl sorgt dafür, dass die Wachen sofort ihre Waffen senken. Sie beobachten dich aber weiter genau. Commander Bellorin, Leader of the Torn Bannermen. You've been a right pain in the balls, whoever you are. What do I call you? Kommandant Bellorin, Anführer der Männer des zerrissenen Banners. Du hast uns halb in den Wahnsinn getrieben, wer du auch sein magst. Wie nenne ich dich? Talisa, spielt keine Rolle. Nenn mich, wie du willst. Wir unterhalten uns nicht lange. Hallo, Kommandant. Ich heiße Talisa. Leagues from the city and here's a civil tongue. Good woman. Ha, so weit von der Stadt entfernt, eine kultivierte Sprache hören. Gute Frau. I've lost a lot of fucking men out there. Consul Hot's one thing, but why are you here cutting down my soldiers? Ich habe da draußen einen Haufen Männer verloren. Consul Hot ist eine Sache, aber warum bist du hier und metzelst meine Soldaten nieder? I figure I can guess, but please, let's hear it from the man himself. Ich kann es erraten, aber bitte lass es uns aus deinem Mund hören. Deine Söldner haben mich grundlos angegriffen. My men had orders to warn off any intruders without unnecessary bloodshed. Every one of them knows I expect my commands followed to the fucking letter. Bellorians Miene verdüstert sich. Meine Männer hatten Befehl, jeden Eindringling zu verjagen, ohne unnötiges Blutvergießen. Jeder einzelne von ihnen weiß, dass ich sie bedingungslosen Befehlsgehorsam erwarte, sonst gnade ihnen Gott. No, I'd say you're here for the same reason as the rest of us. A powerful artifact, hidden within the keep. That's bait to tempt any beast. Nein, ich würde sagen, du bist aus demselben Grund hier wie wir alle. Ein mächtiges Artefakt in einer Festung verborgen, damit ködert man jedes Biest. But the artifact is ours. Whoever set their tongue to wagging about it, they did you a great wrong. Nobody comes into our camp and lives. I think that's about the end of it. You ready? I'll make it quick for you. Aber das Artefakt gehört uns. Ich weiß nicht, wer es ausgeplaudert hat, aber er hat dir damit keinen Gefallen getan. Wenn in unser Lager kommt, der stirbt. Er winkt den Wachen zu. Das war's dann wohl. Bist du bereit? Ich mache es schnell. Ich habe einige Fragen, bevor wir beginnen. Suppose there's no harm in that. I don't promise I'll answer. Bellion mustert dich einen Augenblick lang, dann zuckt er mit den Schultern. Was soll es schaden? Aber ich verspreche nicht, dass ich antworte. Er bedeutet dir weiterzusprechen. Was weißt du über dieses Artefakt? Only that the phylactery is worth a fucking fortune. More than just your usual piece of Anguithan history, I mean. Nur, dass das Phylacterium ein verdammtes Vermögen wert ist. Mehr als gewöhnlich irgendwie teilsche Artefakte, meine ich. No idea what it does. Don't much care. Our employer wants it found.
And delivering it's gonna see us paid enough coin to buy one of the Republics. Keine Ahnung, wozu es dient, ist mir auch egal. Unser Arbeitgeber will es haben und die Belohnung würde reichen, um eine der Republiken zu kaufen. Wie läuft die Belagerung? After tactical advice was going well enough at first. But the moment we cracked open the outer wall, Consul Hot's pets started clawing their way out of the ruins. So taktischen Rat, Bellerin grunzt. Am Anfang lief es gut, aber kaum hatten wir die äußere Mauer durchbrochen, fingen Consul Hot's Schergen an, sich aus den Ruinen zu wühlen. Caught the first wave off guard and carved them to gobbets. We've pressed them back to the keep for the time being, but it's delayed our victory. Die erste Welle haben wir überrascht und die in Stücke geschnitten. Wir haben sie vorerst zurück zur Festung gedrängt, aber das schien unseren Sieg auf. Once the reinforcements arrive, we will storm the keep in force. Just a matter of time. Could prop your corpse up somewhere after. You could scare off the looters. Wenn die Verstärkung eintrifft, stürmen wir die Festung. Ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht stellen wir deine Leiche danach irgendwo zur Schau, um Plünderer abzuschrecken. Was waren das für Kreaturen? Dead men, walking and fighting like the living. They've armor thick enough to foul our arrows, and they can conjure spells to burn a man alive. Tote Männer, die gehen und kämpfen wie die Lebenden. Ihre Rüstung ist so dick, dass sie unsere Pfeile abwehrt. Und sie können Zauber wirken, die einen Mann bei dem Wengenleib verbrennen lassen. Er blickt in die Richtung des nahegelegenen Hügels. At night you can see them on the bluff, like a line of torches, their eyes burning. They don't come down into our camp. They wait up there, for us to come to them. Nachts sieht man sie auf der Klippe wie eine Reihe von Fackeln in ihre brennenden Augen. Bellerin räuspert sich. Sie kommen nicht hinunter in so unser Lager. Sie warten dort oben, bis wir zu ihnen kommen. Was ist Miss Consul Hot? Good question. No one's got a clear sense of that. We haven't seen him on the field of battle. Gute Frage. Niemand weiß es so genau. Wir haben ihn auf dem Schlachtfeld nicht gesehen. The old fuck may have gotten himself eaten by the dead men. He could be controlling them. Or the first volley of stones left him crushed under his own keep. Vielleicht wurde der alte Pisser von den toten Männern gefressen. Er könnte sie kontrollieren. Oder die erste Steinsalve hat ihn unter seiner eigenen Festung begraben. Belohnung zuckt mit den Schultern. Wir wissen erst, wenn wir hineingehen und es mit eigenen Augen sehen. Für wen arbeitet ihr? Someone without much love for Consul Hot, huh? Let's just say they have a lot of coin to throw around. And high standards. Thing is, discretion's included in the service. Belerion lacht leise. Du hast wohl nicht viel für Consul Hot übrig. Was? Sagen wir einfach, dass unser Auftraggeber viel Kleingeld und hohe Standards hat. Und er legt Wert auf Diskretion. You'll just have to make do with me. Du musst wohl mit mir Vorlieb nehmen. Wir müssen keine Weine sein. Ich kann euch helfen. You slaughter my fucking men and then come begging after work? They'd have my guts for bowstrings if I took you on. And I deserve it. You came ready to kill. Don't lose your nerve now. Du metzelst meine Männer nieder und bettelst dann um Arbeit. Sie würden aus meinen eingeweihten Bogensehnen machen, wenn ich dich aufnehme, und zwar mit Recht. Du bist gekommen, uns zu töten. Verliere jetzt nicht die Nerven. Ich bin bereit. Consul Hot your regards. Benjamin hebt daher seine Klinge zu einem schnellen Gruß. Ich grüße Consul Hot von dir. Na, lauf mal schnell mal was an. What? Wo ist denn du, Vince? Ach so, da seitlich, okay. Ach, und er wird von Zweien behakt. Okay, das macht das Ganze einfacher. Attack! Following your lead. Okay. How may I help? Gut. Hat irgendwie geklappt. Oh, schöne Rüstung. Die packen wir mal da rein.
Und ein kleiner. Ja, hier gibt es ja noch eine verschlossene Truhe. Stimmt. Certainly. Aber ich würde mal sagen, jetzt nachdem wir uns um das Hindernis gekümmert haben, speichere ich jetzt mal. Damit ich nicht wieder zu sehr überziehe. Das ist jetzt Let's Play 056. Speichern. Dann machen wir jetzt einen Cut. Und sehen uns gleich wieder.